So, dann nochmal an die Bank. Plasmakern, kompakte Konisch 3. Ah, jetzt macht er auch die anderen Ersatzteile-Dinger hier auf. Hey, ich habe verdammt viel Wolfram. Ich könnte mal... Das ist gut. Ja, ich könnte mal die Waffen nämlich dann freischalten hier. Nietflinte, schwerer Standardrahmen, Nietflinte mit Energiekanone. Ich würde den Revolver gerne behalten, der ist nämlich nicht schlecht, aber diese Nietflinte hier, die ist irgendwie nicht so der Bringer. Vielleicht mal einen Militärantrieb draufhängen. Oder das Ding. Ja, das mache ich. Und dann, was haben wir denn da? Wow. Das ist ja mal crazy. Ich glaube, das würde ich gerne mal testen, einfach. Ein Diffraktionsring. So, haben wir elektrische Aufladung. Und was habe ich? Stasehöfe, okay, das ist ja schon mal gut. Upgrade-Platinen schalte ich mal hier noch da oben frei. Mal ein bisschen Schaden dabei bauen. Und noch einmal Schaden plus ein Clip, jawohl. Ach komm, das lassen wir jetzt. Ist gut soweit. Tut sich eigentlich kaum was, wenn ich das drauf mache, aber egal. So, da gucke ich mal noch meine zweite Waffe kurz an. Mache ich dort nämlich, glaube ich, habe ich noch keine Hilfe für dich oder so drin in dieser zweiten Waffe. Nee, habe ich auch nicht. Da kann ich jetzt Munitionshilfe machen. Erhöht die Clipgröße, ja, das ist cool. Ich glaube, die Dinge habe ich dran. Muss mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei einem habe ich auf jeden Fall mehr Muni bei einer Waffe. Modul. Eine Munitionshilfe, also. Ja. Ja, hier, Munitionshilfe. Erhöhte Clipgröße für Spieler und Partner. Das habe ich auch drin. Deswegen auch am Anfang da mit dem größeren Magazin. So, jetzt habe ich mal hier mit Wolfram gerade noch ein bisschen freigeschaltet. Ich müsste auch mal eine Anzugstation finden, das wäre auch nicht verkehrt. Na, ich glaube, die findet man aber leider hier nicht. Nee. Schade. Schadensboost. Könnte ich mir jetzt holen, anstatt Munitionshilfe, was helfen davon? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Sicherheitsschutz, ne? Schau mal, Schadensboost, dann haust du noch ein bisschen mehr rein. Haha, schön. Bei mir bringt das nicht sehr viel, weil meine Waffe eh schon vollen Schaden hat. So, ich wäre dann ja auch eigentlich soweit fertig. Achso, ich wollte noch gucken, ob ich eine Torkstange im Gepäck habe. Ja gut, die habe ich dabei, das ist gut, da brauche ich keine herzustellen. Immer eine auf Vorrat. Was ist denn da oben drauf? Alter, was ist denn das für ein riesen Revolver jetzt? Das ist ja ein Hightower. Mit diesem Munitionshilfe-Paket da oben drauf noch. So, da gucke ich mal hier die andere an. Alter, wie geil ist denn das? Sag mal. Ja. Hat schon mal. Jetzt hab die gleiche Waffe, du hast die nur oben drauf. Ja, musst du, okay. Ah ja, genau, das sieht eigentlich geil schön aus. Schön ist halt, die springt so auf die ganzen Gegner drauf. Richtig, also, und ich habe ne? Noch ein zusätzliches Elektromodul drauf. Das hab ich und auch. Unten drunter halt meine schöne Energiekanone hier. Bam. Aber die hier ist nicht die schöne. Was ist denn das? Ach, ein Bot. Leckt mich am Arsch. Kann man hier den Marker abbauen und mitnehmen? Ich würde den gerne als Souvenir mitnehmen. Ich nicht. So, würde ich sagen, bist du soweit oder hast du noch hau was rein. Vor? Bin ich schon ganz Zeit soweit. Na, mein Freund. Ja, genau, lass ihn draußen kommen.
Hört sich sehr ungesund an daran. Oh, schlechte Idee. Ihn hat's elektrisiert. Ist da gerade nicht irgendwas von hinten noch gekommen? Habe ich da nicht was gehört? Ey, diese Waffe ist cool, muss ich schon sagen. Er hat gesagt, den Weg wieder zurück, nicht wieder da rein. Ich dachte nur, ich habe was gehört hinter uns. Ach, jetzt fängt diese Vakuum doch nicht schon wieder. Ich glaube, ich müsste mal kurz, warte mal, Einstellungen, AV-Einstellungen, die Sprache ein klein bisschen von denen lauter stellen, weil die hört man nämlich wirklich gar nicht. Oh. Die sprechen ja nicht so viel, nicht so wie wir. Hallo. Das ging jetzt schnell. Glück. Pass auf! Verreck. Ich hab mir jetzt durch die Beine geschossen, hast du gesehen? Ich habe geil eine Axt in den Oberleib gerammt. Da. Okay, kann man sich noch mal ducken. Ach so, ja. Rechten Stick. Sieht aus, als würdest du kacken. Geh mal auf die Toilette hinten. Du Schwein, du. Ich hab was gehört. Nee. Ja, ich hab auch irgendwas gehört. Ich glaube, das war die Tür, oder? Oh, nee, nicht Tür, hier vor mir. Geil. Ja gut, die klettern auch noch überall an den Decken und an den Wänden rum, da weißt du. Ja, da oben, da oben ist da noch einer. Ich kann die sehen. Hier hinter ist. Wo ist er? Da! Da ist er. Sofort? Da war er. Ja, ich schmeiße hier noch welche im Hintergrund, aber. Ja, ja, nee. Neben dir! Ich dachte, da wäre der tot. Ja, die dann tut man die wirklich gar nicht. Da bist du wirklich ganz auf deiner. Muss ganz. Gesehen. Ja, ne? das ist geil. Das gefällt mir wie eine Sau. Was habe ich denn da noch? Da, ah. Energiewandler. Ja. Ach nein, die Bots? Nee, gar nichts. Dann geht es wieder hoch, ne? Ist doch keiner gekommen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Okay. Ist wirklich genauso aussieht wie im Deathless 1. Ja, das ist ja auch der Mechanikeranzug. Ja, ich meine jetzt auch mit der Waffe, das sah genauso aus wie dem Plasmakal oder so. Ach so, na. Obwohl der ein bisschen größer ist, das Ding da. So, Abfahrt würde ich sagen, ne? Richtig. Verlassen wir diesen Ort. Licht ausmachen, nicht vergessen. Ja, wegen der globalen Erwärmung müssen ja Strom sparen und so. Ja, ja, klar. Ich glaube, die haben ein paar andere Sorgen. Was war's, Kerl? Was hat er Ihnen gezeigt? Ich will auch so einen roten Visor. Ich will keinen blauen Visor. Ich will einen roten haben. Mach die Tür auf. Vergessen wir es einfach. Lassen Sie uns einen Weg runter auf den Planeten finden, okay? Ja, okay. Ja, okay. 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 Das sieht schon cool aus hier. Oh, wo lang jetzt? Der Finger. Jetzt müssen wir zur Queely dieses, diesen Kern bergen oder so, dass wir dem Shuttle einen Antrieb geben können. Dann müssen wir noch die Flugschreiber bergen und dann fliegen wir los. Dann verlassen wir diesen traurigen, toten Weltraum. Zumal eine Runde fliegen. Hey, hier ist mein Bot schlägt aber hier aus. Hat hier. Ja, da kannst du ruhig setzen. Ich hab keinen dabei momentan. Toll, jetzt kommt die Meldung. Surabot wartet an der Bank.
Oh, Schön. meiner schwebt jetzt im All rum. Cool. Finde ich schon cool gemacht. Wie viel hast du denn eigentlich? Hast du nur einen? Nee, ich hab zwei. Wollte gerade sagen. Ach, bist schon. Ja, ich warte schon auf den Piloten. Oh, ach, diesmal fliege ich. Oh, wie schön. Ich mach Party auf der Rückbank. Wo war es jetzt? Greeley. So, Greeley. Komm, mach. Greeley, da haben wir sie doch. So, da haben wir die optionale Mission ja abgeschlossen. Schöne Sache, schöne Sache. Das sieht schon geil aus. Normalerweise würde ja, glaube ich, nichts durchkommen, ohne sich ja, stark genau. zu beschädigen. Ja, und unser Schiff fliegt genau durch, ohne ein einziges Trümmerteil zu berühren, ne? Ja. Oh, schon vorbei. Ab geht's. So, wo war denn das? Dass ich den coolen Mass Effect Anzug anhab. Yay. Ja. Ja, ja, doch, ja, da am Arm sieht man es, glaube ich. Wie kommt das so vor, dass der irgendwie, guck mal jetzt auf die Rig-Anzeige hinten drauf, da Lebensanzeige, guck mal, wie lang die bei mir ist. Ja gut, ja, die ist ein bisschen länger, also das kann natürlich sein, dass der noch zusätzlich Lebensenergie gibt, aber ja. Du warst wahrscheinlich ja auch schon an der Rig-Station und hast den Anzug ein bisschen abgegradet, im Gegensatz bisschen zu mir, ich glaube. Kleines bisschen. Sie wollten einen Antrieb? Wir haben sie ja. Ah, ein Antrieb, genau, den brauchen wir. Genau wie unser Plan. Du bist scheiße. Einige von uns wollen nach Hause, okay? Doch, scheiße, falsche Richtung, Dollar. Getrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen. Ach, ah, das Ding da hinge. Soll ich schon mal hingehen? Ja, kannst du machen. Guck mal, er kann auch rückwärts Boost fliegen. Ja, das ist gut gegen die Minen vor allem. Ja, Minen, die sind schön. Ein Weltraumausflug oder ein Weltraumwettrennen. Voll geil gemacht hier, das mit dem Planeten auch hier ist. Ja. Der Chinese. Wo ist denn da lang? So, die müssen wir jetzt aufmachen. Das ist ein Kern raus, ja, okay. Da, ah, da haben wir ihn doch. Wollen wir jetzt mitnehmen? Was ist denn das für ein Opfer? Scheiß Wichser, komm, mach. Du bist ein Idiot. Arschloch. Arschloch. Oh, man kann da reinfliegen. Oh, cool, kann man einen zusätzlichen Antrieb geben. Wird aber nicht dahinter stehen, wenn es angeht. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Das war ich hier schon. Das war natürlich, das hätten wir natürlich auch eben können machen, als wir hier gestartet sind. Dann hätten wir müssen diese Flugeinlage nicht extra nochmal neu machen, aber oh. Egal. Was soll's. Erstmal ein bisschen Action. Ach, kommt sie das Ding! Geht doch. War hier nichts drin? Ah, doch. Okay, man findet hier nur Muni, 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 Muni und nochmals Muni. Irgendwie erinnert mich das Ganze hier ein bisschen so an Iron Man, wenn man hier so durch das Weltall geht. Ja, ne? Das wäre auch stimmt. Cool, wenn es so einen Iron Man Anzug geben würde. Das wäre meine Idee. Wäre echt mal cool. Da bräuchte man dieses abgefuckte Shuttle auch nicht. Nee. Skip. So, wohin? Die Roanoke, ja, genau. Das Gute ist, wir machen das Ganze hier nur, um diesen trostlosen Ort zu verlassen, um dann einen noch trostloseren Ort zu finden. Ja, super.
Aber das war ja irgendwie immer schon so in Dead Space. Das stimmt. Vom Regen in die Traufe. Du hast im ersten Mal gar nicht, wo so weit abgeht und naja, immer in die Scheiße gerät. Ja. So. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir die Dinger so da hinten finden. Flugschreiber, oder? Genau das. Ich glaube, da waren sie recht großzügig, weil irgendwie braucht man nur zwei Stück oder so und es gibt, glaube ich, vier oder fünf mindestens. Ja, habe ich auch gesehen. Was mich halt hier abfasst, sind die Minen. Ne? Ja, richtig. Wenn man direkt mal abknallt, boah, guck mal, knallt richtig schön. Zack. Ja, wie ein Kräsch. Ah, hier wird ein... Botstation, Botstelle, ja, ich hör's. Ja, akustisches Signal. Wo ist er? Bottür, ja. Hört sich irgendwie auch nicht schlecht an. Da oben. Ach, freue ich mich schon gleich auf diesen scheiß Planeten. Ich mich auch. Ah, hier. Nee, ich könnte hier noch. Boah, ey, wir könnten noch kurz in die Terra Nova reingehen und uns den Schneeanzug anziehen, dann erfrieren wir dort am Anfang nicht. Ach nein, ich hab den ja noch gar nicht. Das ist ja gar nicht mein Spielstand. Scheiße. Gute Idee. Mach ich jetzt mal grad. Ja, da kannst du mich reanimieren, wenn mir das Blut in den Adern. Also zwei von drei hast du schon, da kannst du ja mal gerade reinfliegen, dann kannst du da gerade machen, ne? Geht das? Kommst du rein ohne mich? Sehen wir gleich. Das ist viel wert, erstmal den Eingang zu finden, das wird schon mal weiterhelfen. Ich hab alle. Super. Ah, da haben wir doch den Eingang. Ich glaube, ich bin ganz in der Nähe. Ich glaube, ich kann rein ohne dich. Ohne dich schlafe ich heute. Ja, oder? Boah, das ist ein Raumschiff, das würde ich... Ja, das ist ja unser Raumschiff, oder? Ach ja, da müssen wir ja hin. Ich wollte gerade sagen, dieses Raumschiff würde ich gerne fliegen. Ah, ich glaube, ich muss dich doch dabei haben. Schade. Ich muss aber ganz in der Nähe sein. Ist ja nicht schlimm. Ich will ja eh meinen Rig auftunen. Da könnte man ja ruhig mal kurz reingucken. Wenn ich, wow, ich bin auf dem Holodeck. Ich hier zwischen den Trümmern mal noch irgendwas finden würde. Ah, da. Wie kann ich die Lage nochmal... Ah, ja. RB. Jupp. Ach, das fliegt auf einmal bei mir da hinten. Komm nicht hoch. Weißt du was? Ich bin hier einfach auch eiskalt herumgeflogen. Ich glaube, es geht gar nicht mehr auf. Ich glaube, da kommt man nicht. Doch. Gut. Mal wappnen für die Gefahren, die kommen könnten. All ist los. Was sieht ja mal den Helm aus? Ach, geht nicht. So, das Ding müsste doch eigentlich direkt hier irgendwo gewesen sein, oder? Meine ja. Ja, hier. Wundervoll. Nein. Gefott! Ja, ich habe auch den. Ah, den N7-Anzug hast du an, ne? Genau. Ich glaube, der gibt ein bisschen mehr Leben. Ich guck mal, was da dabei steht eigentlich. Steht dabei? Geschichte aus dem 21. Jahrhundert. Erhältlich ist dieser Anzug über Cosplay in der. Ne, steht nichts dabei. Nee, nicht. Biosignalüberwachungssystem hat meiner. Cool.